Knapp eine Woche nach der deutschen Bundestagswahl ist nach wie vor offen, wie das Land künftig regiert werden soll. Derzeit gibt es politisch eigentlich nur eine Variante, eine sogenannte Jamaika-Koalition, also Schwarz-Gelb-Grün. Die Grünen haben heute auf einem kleinen Parteitag in Berlin der Aufnahme von Sondierungsgesprächen über eine solche Koalition zugestimmt. Und von dort berichtet jetzt Birgit Schwarz. Eine rote Karte steht hier nicht für Ablehnung, sondern für Zustimmung. Die deutschen Grünen sagen Ja zu Sondierungsgesprächen ohne Gegenstimme. Dass wir sortiert sind, ich meine, das ist ja schon fast ein Treppenwitz der Geschichte. Wer hätte das gedacht, dass irgendwie plötzlich alle da sind, die Grünen, die kriegen es auf die Reihe. Die sind schon sortiert nach einer Woche. Die Berührungsängste sind kleiner geworden. Das zeigt sich schon am Tag nach der Wahl. Alle Akteure wissen, sie müssen jetzt miteinander können. Meine Hand küsst du auch? Nein. Hallo. Ich bin zwar für die Ehe für alle, aber so weit geht's nicht. So geht's ja doch. Deutlich weniger entspannt ist er. Horst Seehofer kämpft nach dem schlechten Wahlergebnis seiner CSU selbst ums politische Überleben. Eine Belastung für die CSU. Das kann man nicht wegdiskutieren. Während sich die anderen sortieren, beginnt in der CDU-CSU ein Richtungskampf. Seehofer und die ostdeutschen Ministerpräsidenten wollen einen Kurswechsel nach rechts, vor allem in der Flüchtlings- und Zuwanderungspolitik. Die Grünen und die Liberalen sind ganz offensichtlich sehr bemüht, nicht schon unüberwindliche Hürden aufzubauen, bevor überhaupt mit den Sondierungen begonnen wird. Ganz anders die bayerische CSU. Da muss ein schwer angeschlagener Horst Seehofer in Berlin ein Maximalergebnis herausholen. Und das macht ihn zum schwierigsten Verhandlungspartner für Angela Merkel.